So, hi zusammen, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play Together hier aus Arc Age, aus der Release-Version mittlerweile schon. Wir haben ja den Traktor gebaut, ihr habt ja im Tutorial gesehen, das ich heute schon erstellt habe. Wir zeigen jetzt mal ein paar sinnvolle Anwendungsweisen oder etwas auch komische Anwendungsweisen des Traktors, wie man hier sieht. Man kann Personen transportieren, man kann die Mounts hinterher rennen lassen und man fährt natürlich hauptsächlich jetzt Handelsrouten, indem man quasi den Kofferraum vollständig ausnutzt mit seinen Kisten. Außerdem ist das Ganze eine wunderbare Bewässerungsmaschine, das werde ich dann auch mal im Laufe der Reise vorführen. Mit dabei sind heute Kashi, aka Daliri, Franma und Sweet. Und wir fahren jetzt hier eine kleine Handelsroute und ich lasse die Aufnahme einfach mal ein bisschen laufen. Viel Spaß dabei. Komm, wir klingeln. Wir klingeln? Der Bus dann. Ja, passt mal auf, wenn der Bus kommt, muss ich vorher ausweichen, sonst werdet ihr alle umgerannt, also vom Taxi. Ja, du weißt doch, links vor rechts, rechts vor links. Ihr seht ja, die Mounts rennen alle hinterher, weil Mounts bekommen ja fürs Reiten EP. Mal gespannt, wie viel, ob das jetzt ein Level-Up gibt für eins unserer Viecher da hinten. Das sieht aus. Ja, man hat eben fünf Funktionen jetzt mittlerweile beim Traktor. Funktion 1, Taste R ist hier, Möp, Möp, die Hupe. Definitiv der Hauptgrund, dass man sich das Ding überhaupt bauen sollte. Möp. Auf jeden Fall, ja. Skill Nummer 2, der Wassereimer hier, zeigt, dass man im Radius, wenn man sich im Radius von 10 Metern um einen Brunnen befindet, beziehungsweise um eine Archeumquelle auf dem Nordkontinent oder einen Wasserspender, dass man dann eben Wasser einsaugen kann und damit kann man dann auch auf den dritten Skill zurückkommen, weil mit dem kann man dann dieses Wasser auch wieder auf andere Felder anwenden. Damit kann man Bäume gießen, damit kann man Pflanzen gießen. Mit dem Archeum-Wasser vom Nordkontinent kann man natürlich instant Archeum-Bäume dann auch gießen, wenn man das damit eingesammelt hat. Das habe ich übrigens noch gar nicht gewusst, Sweet, ne? Also man kann Archeum-Quellen, wenn man da mit dem Traktor steht auf dem Nordkontinent, kann man die Archeum-Quelle aufsaugen in den Traktor und kann damit direkt die Archeum-Bäume gießen. Geht das auch bei deinen Dings, bei den Fässern, die du da liegen hast? Das ist jetzt die gute Frage, das müssen wir mal ausprobieren dann. Also als viertes hat man dann die Möglichkeit abzusteigen bzw. aufzusatteln. Und als letztes hat man hier ein Infofenster, wie es jetzt auch schon die Galeere mittlerweile hat und auch die ganzen anderen Schiffe. Wir bewegen uns mit der fantastischen Geschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde durch die Gegend. Ganz schön schnell. Kannst du mal den Button-Skill machen? Ja, Kashi bestimmt. Rat-da-da-da, rat-da-da-da. Kann mal jemand ein fröhliches Lied spielen? Oh, wohl keiner. Nee, das ist falsch. Nee, das nicht. Dachte mich, hätte Freddy. Kann es sein, dass wir einen Esel verloren haben? Jetzt, wo ich hier gerade gucke. Hey, ihr habt meinen Esel verloren. Was soll das? Ja, du hängst ja da hinten drauf, du fällst ja jeden Moment runter, so kommt mir das zumindest vor. Naja, wenn du vorsichtig fährst, falle ich auch nicht runter. Das ja, genau. XL Games hat die Kisten jetzt hier hinten so designt, also wenn die voll sind, die Kisten hinten, dann rutscht man runter, wenn man es jetzt hier sieht bei Sweet, wie er hinten dran hängt. Ansonsten hat man halt noch als Möglichkeit, sich vorne auf den Traktor draufzustellen. Aber ich denke mal, da ist ja, 4 Personen maximal, denke ich mal, passen da noch mit drauf, ne? Genau, würde ich sagen. Ja. Aber du siehst, hinten ist auch schon sowas frei für eine Kupplung, ne? Man hat ja im Screenshot, sieht man ja auch auf der englischen Seite, dass man den Handelswagen umfahren kann nachher. Den wirst du dann nachher, denke ich, als Anhänger aufbauen. Oh, sehr schön. Quasi als Add-on. Oder gibt's den vielleicht schon? Nee, oder? Das wäre die Frage. Auf jeden Fall sieht man auf dem Screenshot einen Traktor oder Traktoren bei der Handelsroute mit Anhänger. Boah, das wäre ja wirklich Wahnsinn, wenn man das Ganze jetzt so eine riesige Train da noch aufbauen könnte. Ja, man sieht hier unten diese Furche, da kann man das bestimmt wunderbar reinbauen, das Ganze. Aber nicht schlecht. Genau, das ist ja dann so ein Handelswagen, wo man die Handelskisten herstellt. Ja, man kommt eigentlich relativ gut voran. Wir nähern uns schon dem Ausgang vom White Forest, das ist ziemlich cool. Und sind dann erst beim nächsten Gebiet in den... Hallo? Oh. Jetzt. Ja, der Traktor backt ein bisschen rum, wa? An manchen Steigungen, ja. Manche Steigungen. Ins Wasser kann man damit auch nicht fahren, logischerweise. Naja, sobald man 1 Meter im Wasser ist, hängt der fest, ne? Genau, genau, genau. Diverse Sprungexperimente müssen noch durchgeführt werden. Stimmt, eine Galeone steht ja jetzt schon bereit, ne? Genau. Noch nicht TÜV geprüft. Nee, noch nicht ganz. Also ich habe ja heute Morgen auch beim Tutorial, als ich das aufgenommen habe, wie man den Traktor eben baut,
habe ich mal den lieben Zuschauern auch mal vorgerechnet, was das kosten würde, wenn man die Mats komplett aus dem AHA beziehen würde. Da sind wir nämlich bei 500 Gold mal eben. Oh, Daliri. Du kannst ja theoretisch auf den Esel springen und mal gucken, was passiert. Nee, auf den Esel nicht, auf ein anderes Mount als Beifahrer könnte er springen. Ich bin wieder on board. Ausgezeichnet. So, dann nähern wir uns langsam auch schon dem Ausgang vom White Forest, der letzten Meter hier. Ah, Panma steht da. Oh, das Tolle ist, ich kann ja jetzt mit der Aufnahmedauer vom Video kann ich jetzt auch ausrechnen, wie lange wir brauchen. Also wir sind jetzt bei 6 Minuten und sind gleich aus dem White Forest draußen. Das ist vielleicht 5 Minuten, 2 Minuten. Du hättest doch auf die Uhr schauen können. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nee, das wäre zu einfach. Ja, stimmt. Lieber nehmen wir ein Video auf, was Shido dann bearbeiten darf. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Richtig. So, alle Mounts noch dabei? Jawohl. Wie sie hinterher rennen. Oh. Franma ist abgestürzt. Franma ist abgesprungen. Franma ist abgesprungen. Abgesprungen ist gut gesagt, ne? Ah, jetzt hat jemand ein Blatt geklaut. Ich würde interessieren, was passiert, wenn man auf so einen Esel draufspringt. Schafft es hinterher? Warte mal, wir machen es mal folgendermaßen. Ich mache meinen Esel mal weg. Ich beschwöre jetzt mal meinen Ari Hirsch. Wieso kann ich den nicht beschwören? Weil du am Steuer sitzt. Ach, genau, ja. Ich erhebe mich kurz. Ach, Traktor gekapert. Na, dann fahren sie mal los. Oder ich fahr los. So. Okay, jetzt ist der Hirsch, wo ist der Hirsch? Nee. Du hast erstmal, wenn du da drauf drückst, den Esel despawned. Aber wieso falle ich da jetzt rum? So, jetzt kann sich jemand auf den Hirsch setzen, jawohl. Na, ob er das schafft? Aber mit dem Esel musst du näher kommen. Stimmt, der Esel. Lass mal probieren, warte mal. Warte, ich hab auch Möhren dabei. Ach, scheiße. Ja, mit Möhren auf jeden Fall. Na, warte. Zack. Ab wieder. Jetzt wollen wir uns den kleinen Esel verarschen. Wie schnell ist der Traktor? 4 Meter pro Sekunde. Das heißt, der Esel ist sogar schneller. Ohne Kauf, ohne Möhren. Ja, aber man hat halt, wie gesagt, nur einen Platz zum Mitschleppen. Mich würde mal interessieren, ob der Bartenbuff der fröhliche Masch damit stacks. Beim Esel ja, aber in dem Traktor. Ja, bei Schiffen und so, denke ich mal, funktioniert es ja auch nicht. Also. Weiß nicht, das Schiff ist auch schneller. Zwar nicht viel schneller, aber es ist schneller. Ja. Hier, soll ich dich ziehen? Mit dem Esel. Also wenn man mit der Harpune vom Speedboat auf den Traktor schießt, ist der Traktor schwerer. Das heißt, man kann sich mit dem Speedboat an den Traktor hinziehen. Beziehungsweise mit dem Traktor das Speedboat ziehen. Da gehen doch wieder interessante Möglichkeiten auf, lieber. Ja. Boah, wo ist denn hier die Straße? Ich sehe fast nichts. Bald habe ich den Traktor eingeholt. Boah. Tütüt! Map, map! Hallo, Panma. Wie schnell ist jetzt der Esel ohne Speedbuff? 4,2. Also 0,2 Meter pro Sekunde schneller als der Traktor. Ja, ich bin bei 4 Sekunden jetzt. 4 Meter pro Sekunde. Mit deinem Esel? Ja. Hast du keine Rüstung? Ja, da kann ich auch gerade sagen, hat keine Rüstung an. Ja, jetzt müsste man dem Traktor halt eben eine Rüstung anziehen können, ne? Ja, natürlich. Blaue, ich kann den erlaufen, also ohne Dings. Also mit Möhre geht er natürlich ein Schlag. So, dann betreten wir mal die Garangdol-Ebenen. Und was gibt's an Aschen? 1,40, glaube ich. Gleich werden wir sehen. Wenn wir jetzt hier mit 4 Traktoren durchhalten.
Ja, da handelst du wirklich auf Masse, wenn du mit 4 Traktoren rumkommst. Definitiv. Also 4 Traktoren, vor allem 4 Traktoren, die dann auf dem Handelsschiff aufladen. Sehr gut. So, ein Gold 45 sogar. Ein Gebiet weiter schon. Wobei man, glaube ich, erstmal das Blitzholz verscherbeln sollte, um den Haushalt der einigen Spieler wieder aufzufüllen. Ja, auf jeden Fall. Also das können wir jetzt. Sollte man erstmal noch, so lange das Geld gibt, richtig Blitzholzasche machen. Und dann einfach, wenn man, keine Ahnung, wenn sie nur noch bei 50 Gold oder so sind, dann kann man ja drüber nachdenken. Genau. Vielleicht jedem einen Traktor zu spendieren. Oh, wow, jetzt leckt es aber ein bisschen bei mir. Was ist denn da los? Hallo? Ja, das Traktor backt anscheinend übelst rum. Ja. Oh, ihr seht es ja auch, liebe Zuschauer, an den Frameraten im Moment. Das sieht voll witzig aus, wie du hier neben uns herleckst. Wie als wenn du so ein 6-Bit-Spiel oder 8-Bit-Spiel spielst. Oh, ja. Jede Menge Erze, meine Herren, die könnt ihr gleich mal mitnehmen. Oh, und Mobs. Oh, das sieht ein Ziel. Skandal. Lauf um dein Leben. Ja. Wir hauen mit dem Backpack den 30er-Boss da unten rum. Genau. Musst du ein Holzeit nehmen und ein Haus oder das große Abenteuer mit dem Traktor durchs PK-Gebiet. Ja, dann aber immer noch schön hupen neben den Gegnern. Genau. Ja. Habt ihr eigentlich den anderen für den Dings gekauft, also für den Motor? Die was? Den Barren, ja, den Barren habe ich gekauft, ja. Für? Für Gold. Was, für Gold? Nein, für Gold. So. Viele möchten uns bestimmt gleich verraten, wie viel Gold der. Ja, ja, das hat schon ein bisschen gekostet. 25, ja. 50. Nee, letztes war er bei irgendwie um die 100 oder nee. Der ist schon lange keine 100 Gold mehr wert. Nee, Lego geworden? Keine Ahnung, dann vielleicht 50. Ja, 50, genau, 50. Ja, ist doch günstig, hast du Schnäppchen gemacht, ne? Nee, der ist jetzt allgemein bei 50, glaube ich, wenn jetzt sogar noch billiger ist. Es gibt ja immer mehr Schmiede, denke ich mal, mit über 10.000, also wird natürlich auch der Preis sinken auf Dauer. Man muss ja jetzt ehrlich sagen, die Silbermünzen sind ja doch gar nicht so das Problem, auch ohne Raid Bosse, ne? Ich meine, ja, ich habe jetzt schon wieder 41, habe eine Galeone, habe ein Speedboot, ne? Also, da sind schon 130 Münzen drauf. Das geht rucki-zucki. Wenn ich dann noch exploren würde, die Münzen, da hätte ich ja locker, ne, wieder 120. Vor allem das Tolle ist ja, es wird ungefähr Mittag im Spiel sein, wenn wir da ankommen, in 2 Crowns. Das heißt, da kann man tauchen gehen, genau. Perfekt. Wenn die Kiste rüberschippen, dann hätte ich gleich meine Korallen machen können. Denke mal, in Marianopel wird die Kiste wohl das gleiche wert sein. Ist ja auch ein Gebiet nebenan. Ich schieb dich jetzt aber lecker mit dem Traktor. Nee, Schwan, du bist ja schneller als ich. 1,45. Ja, auch 1,45. Genauso wie im wie in den Garantolebenen. Sollen wir jetzt im Kreis gemacht? Also entweder du fährst über die Brücke oder du fährst jetzt links über die Brücke, die da ist. Wo ist da links eine Brücke? Okay, alles klar, dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist fast schneller, als wenn du jetzt in die Stadt fährst. Oh, da geht's jetzt aber abwärts, hoffentlich klappt das. Oh, da geht's ja richtig abwärts. Oh, ich komme nicht über die Kante. Oh, aber ich komme wieder hoch, Gott sei Dank. Wo kommt man hier? Wo könnte ich denn hier runterfahren? Mal gucken. Hier links ist etwas. Vielleicht hier? Ne, hier auch nicht. Da, wo du bist, da drüben, ne? Okay. Könnte klappen, weil. Also von der Physik-Engine her ist der Traktor wirklich sehr, sehr schwer vom Gewicht, denke ich mal, weil. Also hier ist jetzt nichts, wenn man runterrutscht. Also hier könntest du sogar runterkommen. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Jawohl. Map. Ja. Jetzt kommt nur wieder die große Aufgabe. Jetzt muss man wieder gut fahren. In der Housing Area ist es immer ziemlich eng. Naja, vielleicht klappt es am Traktor besser. Ist hier nicht Mortatonis Haus? Nee, das ist ganz anders. Ach so. Ich dachte, vielleicht hat er.
kannst du mal gratis von jemandem die Bäume gießen, der freut sich bestimmt. Na, muss er ja das Wasser füllen. Na ja, gut, Brunnen ist ja gleich da vorne, ne? Ja, hier geht's doch durch. Na, wo bleib ich denn hier hängen? Ist da eine unsichtbare Mauer irgendwo? Hä? Da ist irgendwo eine unsichtbare Mauer. Wahrscheinlich die Absteckung von der Vogelscheuche. Also. Guck mal, ich komme da nicht weiter, obwohl ich nichts habe, was im Weg steht. Ja, die Absteckung der Vogelscheuche bestimmt. Also hier ein Stück weit rechts von halt einfach. Oh, ich fahre links da dran vorbei. Hier. Das geht doch. Oh. Das geht doch. Das geht. Sei doch. Map. Es klappt wie bei den LKW-Fahrern, wenn du zeigst, wie du gucken sollst. Ah, über Tiere kann man drüber fahren, lol. Guck mal, über die ganzen Viecher. Jetzt wirst du noch Blut hinten rausspritzen. Ja, so wie bei GTA, ne? FSK 18. Also bitte. Grand Theft Traktor. Fahr mal durchs Portal. Nee. So. Also Wasser ist jetzt geladen. Hier, mein Esel braucht eine Dusche, der stinkt. Dein Esel braucht eine Dusche? So, und jetzt zeigen wir mal kurz hier das Gießen. Ah, sehr schön. Also in diesem Radius, wirklich in diesem AOE-Radius, wird wirklich alles automatisch begrünt und gegossen, was man an Pflanzen so hinbaut. Wirklich sehr, sehr praktisch für den Anbau. Und weiter geht's. Hoffentlich hält die Brücke dich aus. Krach! Ja, nee, stimmt, mit dem Traktor kannst du ja nirgendwo drauffahren. Sonst hätte man jetzt gesagt, ich stelle mich mit dem Speedboot dann eben und wir fahren mit dem Traktor. Ja, das haben sie schon so gemacht, dass der einfach dann hängen bleibt. Wir haben es ja auch leider nicht geschafft, in der CBD4 ins Gildenhaus damit reinzufahren, obwohl es einen riesen Eingang hat. So, und jetzt lassen wir Marianopel westlich von uns. Der Traktor ist ja ziemlich fuck, wenn man den so lecken sieht teilweise. Ja, da ist noch ein bisschen Tuning erforderlich, glaube ich, was das ist schon hart. Ich dachte am Anfang, ich habe das irgendwie hohe Latenz oder so, aber... Nee. Kommt aber gleich, wenn ich klicke, sobald ich klicke, die Hupe geht instant bei mir. Ich habe eine sehr gute Verbindung momentan. So viele, dann erklär uns doch mal, wie genau dein Traktor funktioniert. Wie viel Zylinder, wie viel PS? Ja, also wir haben hier, es handelt sich hierbei um einen Traktor der Marke Deutz. Soll den Landwirten hier bei mir im Channel ja eigentlich bekannt sein. Und auch den Landwirten unter meinen Zuschauern. Und zwar handelt es sich, um es genau zu sein, um einen 612er Deutz Turbomatic. Mit eingebauter Vierradaufhängung auf zwei Achsen. Mega starken 110 PS und einem Gesamtgewicht von 4,3 Tonnen. Wir haben vier geschmeidige Plätze am Heck für vier Handelstruhen oder acht besoffene Mitspieler, die nicht mehr alleine laufen können. Außerdem haben wir ein tolles Bewässerungssystem, mit dem man Tiere, Pflanzen und auch den Boden ohne alles düngen kann. Oder eine Dusche nehmen kann, genau. Weiterhin backt dieser Traktor manchmal rum. Und er hat ein sehr schickes Lenkrad. Das, ja, ihr seht es ja hier, da passiert nicht viel, wenn ich da dran drehe. Und da vorne müsste eigentlich jetzt eine kmh-Anzeige sein, aber die funktioniert auch nicht. Ja, Marke Eigenbau, würde ich sagen. Dann sehen wir hier optionale Siemens Lufträder an der Hinterseite und Krupp-Stahlräder auf der Vorderseite links und rechts. Damit ist eine ausgezeichnete Aerodynamik und Lauffaser des Traktors gewährt. Was soll ich jetzt noch an Werbung machen dafür? Oh Scheiße, komme ich da durch den Zaun? Oh oh. Nein! Map! Ja, map, der Zaun macht nicht Platz, wenn ich map mache. Hier durch, hier ist doch eine Lücke. Ja. Also ich bin ja nach Solzried bereits gefahren, ne? Und man kommt bis zum Hafen wirklich runter. Die haben das wirklich schon so designt, dass der Traktor durchkommt. Wäre schlimm, wenn nicht. Oh ja. Das wäre ziemlich fail.
Der Traktor kann übrigens auch gekapert werden von anderen Spielern, sowohl von eigenen als auch von feindlichen, wie ein Schiff eben auch. Und wenn man weit genug mit dem Traktor wegfährt, was bei der Geschwindigkeit natürlich nicht so einfach ist, dann despawnt natürlich auch der Traktor und die Kisten bleiben auf dem Boden liegen. Das gilt genauso wie für Schiff auch. Also am geschicktesten ist es wohl, wenn man sich vielleicht auch kürzere Routen sucht, die jetzt nicht so viel bringen. Vielleicht auch nur einzelne Münzen und dann quasi die Mats hat, um immer hin und her und hin und her und hin und her zu fahren. Oh Mann, die Spritkosten möchte ich sehen. Ja, Sprit kostet er ja Gott sei Dank nicht, der Traktor. Noch nicht. Nee, der Traktor wird ja über das Elektrokatalysationssystem des blitzgeladenen Holzes angetrieben. Das hält für mindestens 1000 Jahre. Deswegen kostet das Holz auch so viel. Ist schon witzig gemacht, das Ding. Mir ist aufgefallen, dass der Holzpreis ja eigentlich nur noch fallen kann. Definitiv, warum sollte der noch steigen? Ja, weil die Belagerungsmaschinen, die gehen ja nicht kaputt, die verlierst du ja gar nicht. Ne? Ist mir auch eingefallen, die nimmst du einfach wieder mit danach. Ja, die können halt kaputt gehen, ne? Können die nicht zerschossen werden? Ich schätze, die kann repariert werden, die mit der Sanduhr halt. Ne? Also der Traktor selbst, wenn ich jetzt hier mal den Traktor anklicken darf, der hat ja auch einen Lebensbalken. 5080 Leben hat ein Traktor. Und ich frage mich wirklich, was passiert, wenn der Traktor kaputt geht. Wir sollten den echt mal kaputt machen. Wir durchs PK-Gebiet reisen. Achtung! Oh, Taxi! Nein! Ah. Und tschüss. Was ran war? Das schaffst du. Ja, das Ding fährt natürlich jetzt wirklich bis vor, ne? Das ist natürlich alles schlecht. Ernsthaft? Ja, ich glaube schon. Der fährt bis Itzu, glaube ich, vor, oder? Oh, 1,80 Gold gibt's hier. Naja. Ja, okay. Da ist Solzried doch besser. Aber da fährt man halt durch Galangdul durch Liliad durch. Mal gucken, wenn wir mit 120 abgeben können. Wie viel Gold sind umgerechnet eine Goldmünze? Das ist knapp die Hälfte. Das heißt, wir kriegen eine Goldmünze. Es sei denn, wir haben 120%, dann sind wir über 2 Gold. Gibt auch trotzdem nur ein, weil du kriegst ja zum Beispiel für die 10 Gold Kiste kriegst ja auch nur maximal 7. Okay. Das ist ja mit ein bisschen Glück gleich 2 Münzen. Gut, aber 4 Kisten sind ja eingeplant. Naja, also wir haben jetzt hier halt ein bisschen auch Zeit zu verblödeln, aber wir sind jetzt gerade mal bei 20 Minuten Fahrzeit. Also wenn man das jetzt effektiv gestaltet, da kann man es bestimmt in 16, 17 Minuten hier reinschaffen, dann vielleicht in 20, 22 Minuten bis runter. Wenn der Button-Buff funktioniert, noch schneller. Bei einem Wareneinsatz von 2 Gold 50 pro Traktor, also 4 für den Kofferraum und 1 für den Fahrer, 50 Silber pro jeweils, ne? Macht man dann immer noch seine 8 Gold, wenn man die dann runterbringt. Oder seine, ja. Und wenn man danach von Two Crowns gleich noch tauchen geht, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wobei die Chance jetzt auf Schätze sogar ziemlich gut ist. Wir haben jetzt umgerechnet 5:45 morgens in Korea. Habt ihr Tauchersäcke dabei? Leider nicht. Aber die handeln ja, ne? Sieche. Hm. Ja, der Traktor ist halt eher so die gemütliche Variante, aber man hat halt auch was von der Natur, von der Aussicht. Und wenn man halt, wie gesagt, das mit einem Handelsschiff kombiniert, Handelsschiff und 5 Traktoren, ja, das ist schon schick. Kann man in einem Rutsch von White Forest zum Meer und dann hoch zur Insel. Und dann 8 Gold pro Kiste, dann alle 8 Gold pro Kiste. Holla die Waldfee. Aber Sweet, wie du immer so schön sagst, da braucht man auch die richtige Crew dazu. Wofür? Was? Fürs Handelsschiff, wenn man dann von den Traktoren aufs Handelsschiff verlädt. Ja, das stimmt leider. Da mittlerweile ja, die Black Pearl nicht selten ist, begegnet man relativ oft an Black Pearl mit mindestens 5 bis 10 Mann Besatzung.
Und die Black Pearl ist halt einfach mal fast doppelt so schnell wie ein Speedboot mit Speedbuff, also ja, hat man quasi keine Chance. Ja, vermutlich. Ach ja, die schöne Allee. Aber das Gute ist halt jetzt sind halt immer extra Goldmünzen mit drin im ganzen Geschäft und dann können wir den ganzen Leuten, die jetzt Goldmünzen brauchen, das beschaffen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt den Traktor, für mich ist das Endgame damit erreicht, ab jetzt können wir in Routen gefahren. Aber auf die Anhänger bin ich echt gespannt, also das wäre ja der Knaller, wenn man da wirklich... Aber eine Anhängerkupplung selber sieht man nicht, ich zoome jetzt mal ganz nah ran, aber ist schon so ausgefranst, dass man irgendwie was hinhängen könnte. Kannst du ja im koreanischen Forum Post machen, dass du hier quasi immer auf und ab, ja. Jetzt überleg mal. Kannst du Geld verlangen fürs Hin- und Herfahren. Ja, jetzt überleg mal, so ein Traktor mit 4 oder 5 Anhängern, weißt du, so eine riesige Train, mit der du dann fährst. Das wäre krass. Aber dann müsste fast schon der PK-Status an sein. Das würde mich mal interessieren, wie lange das dauert, eine Kiste von Hellswamp nach Solsried über Land hochzufahren. Ich stell dir mal vor, wenn du dann wirklich 4 Anhänger machen könntest und dann bei 1 Meter pro Sekunde bist. Ja, stimmt. Wahrscheinlich geht dann die Geschwindigkeit runter. Das wäre eine Möglichkeit. Ich denke mal, wenn XL Games schlau ist, werden sie noch mehr solche Transportgefährte mit nächsten Updates oder mit nächsten Patches oder irgendwann mal wieder einfügen. Oder eben den Traktor buffen, dass man eben diesen Traktor jetzt als Material nehmen kann für eine Deluxe-Version des Traktors. Wäre interessant auf jeden Fall. Ja. Mit neuem Power-Motor, wo du dann wirklich 20 Blitzholz oder sowas brauchst. Aber es ist interessant, dass du trotzdem Abgase hast, obwohl du mit Elektrostrom fährst. Also. Ich glaube, das sind keine Abgase, das ist der Staub von der Straße, den ich aufwirbel. Ja, weil die vorderen Räder produzieren es genauso wie die hinteren, das ist Staub. Die haben schon lange nicht mehr gekehrt hier, die Brücke. Na gut, dann kein. Ja, wenn die Wachen alle immer nur so faul rumstehen, ich meine, ja. Tütüt, wir kommen! Jetzt stell dir mal vor, das habe ich heute schon mal gesagt. Eine Ingame-Hochzeit im Spiel und die fahren auf dem Traktor das Brautpaar vorne weg und dahinter 10 oder 20 Traktoren und alle möp, 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 möp. So, jetzt sind wir auch schon gleich da. Halbe Stunde. Ja, das ist jetzt halt eben eine sichere Fahrt, weil wir durch Nicht-PK-Zonen fahren, deswegen gibt es auch nicht so viel Kohle. Aber überlegt jetzt mal, so eine riesige Traktorkarawane mit jeder Menge Söldner als Wachen dabei. Das wäre schon krass, ja. Aber ich denke mal, wenn man da ein bisschen am Ball bleibt und immer viel fährt und halt nicht für Goldmünzen, sondern für Goldstücke abgibt, dass man dann das Gold für den Traktor eigentlich relativ schnell wieder drin haben sollte. Wobei man ja dann natürlich die Ressourcenkosten noch rechnen muss, die man anbaut. Ne? Ja, genau. Und die 50 Dingers für das Handelszertifikat. Aber wenn ich mir schon allein die Lilliard Meadow Kiste überlege mit den 2 Arcium-Erzen, das ist ja gar nichts, weißt du? Auch noch Pony hat gerade einen Lappen. Oh, GZ? Pony. Jo, danke. Drei Level, dann ist es auch 20. Dann kann ich ihm auch die Karotte geben. Ich muss meins noch ein bisschen pushen. Ja, du hast ja deinen Backup, das läuft ja nicht mal hinterher. Ihr seht es ja auch übrigens jetzt hier in der Partyübersicht mal so ganz nebenbei.
Der gute Sweet hat mittlerweile schon Level 50 erreicht, somit als einer der ersten Spieler aus der EU überhaupt. Das wollen wir jetzt einmal kurz lobend erwähnen. Der kann jetzt schön die Leute ganken. Applaus, Applaus. Applaus dem Ganker. Leute ganken macht Spaß. Vor allen Dingen, wenn sie 5 Meter vom Hafen sind und dann ihre Kiste abgeben möchten. Dann fahren sie den Preis auch nicht wieder zurück, weil sie nichts bekommen haben. Das hätte ich sein können. Vor allem das Schlimme ist ja, die müssen ja für die Crafting Quest dahin fahren. Ne, das ist ja der andere Hafen. Das ist oben unsere Menschen. Ah, okay. Ja, ich glaube, da komme ich nicht runter. Ich fahre mal um die Kurve. So, und da sind wir auch schon am Ziel angekommen, nach einer halben Stunde Fahrt. Wie gesagt, ich gebe euch den Tipp, wenn ihr mal selber einen Traktor habt, dann nehmt euch immer Kumpels mit und so und habt ein bisschen Spaß auf der Fahrt auch und da können auch immer ganz lustige Sachen passieren. Heute Morgen bei meiner ersten Tour jede Menge Koreaner getroffen, die damit aufgestiegen sind und mitgefahren sind. Das ist ärgerlich. Was denn? Eine mit. Eine. Ja. Wie viel Prozent? 120. 2 Gold 16. Mhm. 2 Gold 16 oder eine Münze, okay. Na gut, dann nehme ich 2 Gold und fahre dann noch eine Kiste einfach hoch auf die Insel. Also, was empfiehlt Dr. Sweet in dem Fall hier erstmal? Ding nehmen, keine Münzen, weil wenn man nach Solsried fährt, gibt es auf jeden Fall 2 Münzen. So, da sind wir auch am Ziel angekommen. Hier sind unsere NPCs. Also für Gold abgeben oder was? Würde ich sagen, ja. Okay. 좋은 물건 가져오셨나요? 다음 물건을 기대해 볼게요. 좋은 물건 가져오셨나요? 다음 물건을 기대해 볼게요. Und so schnell ist er halt schon leer, der Traktor wieder. Gut, da habt ihr jetzt gesehen, wie man jetzt quasi so eine Route fährt. Wie gesagt, am besten ist es da eine Tour zu machen, bei der es hin und her und hin und her geht, ne? Und ja, damit verabschiede ich mich zusammen mit meinen Gildenkollegen aus dem Tutorial und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, ne? Macht's gut, ciao. Ciao. Bis nachher. Jo.